So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir bedienen hier uns noch fleißig in der Kämpfergilde. Oh, schau einer an. Hallo? Tatsächlich viele Bücher. Und doch relativ bonzige Kleidung. Oh, come on, der kommt doch nicht hoch, oder? Der geht bloß relativ nah an der Tür vorbei. Interessant. Das hätte ich jetzt den Leuten der Kämpfergilde gar nicht so zugetraut, wenn ich ehrlich bin. Legt ihr auf sowas Wert, Rechtswind? Legt ihr auf sowas Wert? Oh. Hä? Mir wurde gerade angezeigt, dass man mich sehen kann. Die Straßen von Brumar sind ein gefährlich Pflaster. Wir führen Schutzwerkzeug zu angemessenen Preisen. Jeder Bürger sollte einen Kriegshammer von Hammer und Axt besitzen und jederzeit bei sich tragen. Schön. Begnügt euch nicht mit einem schwachen Pferd. Die Schecken aus dem Wildauge-Stall sind zäher und härter als alle anderen in Cyrodiil. Was nützt ein schnelles Pferd, wenn es keine Lasten tragen kann? Wir haben euch die besten Preise in der Gegend. Na dann. Ob uns der Dude verpfeift? Also der eigentlich Wache schieben soll, aber es obviously nicht macht. Ist nicht mal abgesperrt. Zwei Uhr nachts, das geht noch. Hohenmunds Haus wird eine enge Kiste, müssen wir schauen. Hallo. Achso. Äpfel, Zwiebeln, Schmalz. Okay, hier sind die eher. Ah, eine Silberschüssel. Ja, da wird sich unser guter Onga wieder freuen. Bei dem ganzen Gewasch, das wir ihm bringen. Da wird er sich wieder freuen, du. Hier jetzt mal das, was ich erwartet hätte. Waffen, Rüstungen. Wie viel geht denn noch? Oh, ja. Ein bisschen was, da schleppt man noch. Mal wieder ein bisschen ein bayerischer Kulturschock, Freunde. Okay, 39 noch. Das geht. Ich würde sagen, damit haben wir die Grenze erreicht. Oh, scheiße. Hat ihn das gestört? Warte. Warte. Okay, wir müssen. Diesmal müssen wir nicht ein, sondern ein Haus brechen. Und ich habe jemanden gehen gehört. Warum bin ich so in Panik? Warum denke ich, ich müsste jetzt die Bolzen da super schnell reinjagen? Easy. Not close enough. Kein Kopfgeld, das heißt, alle sind happy, schön. Onga! Ich bin sehr. Können wir sicherlich das jetzt abwechseln? Na, freilich, Onga. Bücher, viele Bücher. Ist eigentlich das Übliche, mein Freund. Momentan läuft gut. Die Gilden das werden sich wundern, wo ihre ganzen Bücher hin sind. Und ich denke, du wirst sie alle rechtzeitig zu guten Preisen verhandeln. Da bin ich mir ganz sicher. Schau dir die ganzen. Ich denke für. Makelloser Diamant, mein Freund. Ein makelloser Diamant. Unreiner Saphir und unreiner Topas, schön und gut, aber.
Haben wir nicht viel mehr Bier geklaut? Oder war das unser Geschäft? Möglicherweise unser letzter Raubzug. Ich denke. Also zumindest in Brumar werden wir. Ich denke. Ich denke. Geheime Bekanntheit werden. Durch unsere Raubzüge. Nein. Wenn die Stadtwache klug ist, was sie selbstverständlich nicht ist, findet sie ja unser Stehlsystem heraus, also wie wir uns vorarbeiten, und könnte dann versuchen zu verhindern, dass weitere Raubzüge durchgeführt werden. Man muss natürlich bei all diesen Gedanken mit einberechnen, dass die Stadtwache aus gravierenden Vollpfosten besteht. Der ist ja gar nichts wert. Ich denke. Bin ich froh? So. Sicherlich. Ja, du bist ein harter Brocken. Schattenmüll. Okay. Der Lichtzauber ist jetzt natürlich nicht optimal. Niemand drin. Das lade ich jetzt kurz. Aber schlichtweg, weil mir das zu blöd zum Einsortieren ist. Hätte ja sein können. So, eiserner Dolch. Passt. Bier. Ah! Ist da doch ein Bierchen hinterm Bettchen? Nein. Anständige Leute hier. Okay, hier haben wir jetzt tatsächlich mal jemanden. Ich war schon verwundert, aber gut. Oh ja. Die Gute hat Durst. Bumpfgragasch. Und du trinkst jedes Mal vorm Einschlafen noch schön ein Bierchen? Na freilich. Na freilich. Ein Bierchen fürs Bäuchlein. Ui. Geht etwa eine Stunde lang in nördlicher Richtung. Ihr werdet eine Gruppe toter Bäume sehen. Geht in Richtung Nordosten, bis ihr zum Wasser kommt. Folgt dem Ufer flussabwärts. Sein Haus ist in der Nähe. Hütet euch vor Bären. Okay. Ne, das Pergament brauche ich nicht. Gut, Freunde, Kämpfergilde ist damit soweit durch. Das läuft schon wieder, du. Herrlich. Scheiße. Dass die da immer wieder absperren. Das ist das Einzige, was der Porter kann. Er sperrt immer wieder die Schlösser ab. Er sperrt immer wieder die Schlösser ab. Vier Uhr morgens.
Kommt halt so ein bisschen drauf an, wie groß das Haus ist. Es sieht ja schon größer aus, wisst ihr? Jetzt. Ihr dürftet gar nicht hier sein. Da habt ihr absolut recht. Deswegen lade ich auch kurz, mein Freund. Hier. Okay. Warum ist der um die Uhrzeit wach? Onga, I need you. Mein Lieblingskunde. Oh nein, ich brauch dir hier wieder eine Haut. Ich denke für... Das ist immer ein bisschen mühselig, sag ich euch. Ein guter Preis für ein exzellentes... Also die Sachen halt einzeln auszuwählen. Ich denke... Daran hab... Gut Gold verdient. Ein Goldstück. Ich denke für den Preis... Ein gut... Ein ex... Ich denke für den Preis... Fast nur Schrott. Das ist ein gutes Angebot. Fast nur Schrott, Freunde. Ich denke, für den Preis kann ich das Stück los. Bin ich. Same, mein Lieber. Probieren wir es nochmal kurz. Ja, so nicht. Ihr solltet jetzt gehen. Lasst es mich mal probieren, ohne mich zu bewegen. Weil ich gehe immer einen Schritt, wisst ihr? Nee. Kannst nichts machen, der sieht uns. I don't know. Ich weiß nicht, warum der da immer steht. Vielleicht müssen wir da auch mal einbrechen, wenn es irgendwie Tag ist. Okay, wurscht. Dann, nee, da oben breche ich jetzt nicht ein. Weil sonst verliere ich die Übersicht und alles. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach kurz bis der nächste Morgen. So können wir nicht rumlaufen. Ihr seid's, hi. 4 Stunden warten. Oh, stimmt, ist ja schon Tag. Ich habe mich jetzt gerade überlegt. Wo ist Onga? Wo ist unser Healer des Vertrauens? Flitz mal noch schnell beim Ding vorbei. Hammer und Stahl. Oh, ja, vielleicht nehmen wir auch die Waffen und Rüstungen mit, die wir hier eigentlich verkaufen wollen. Über die Wache gesprungen. Das wird mich super stressen. Stell dir vor, ihr geht so gemütlich in Bruma entlang und plötzlich hüpft einer über euch drüber. Gar kein Bock. Sofort Pfeil und Bogen nehmen. Sofort Pfeil in die Gokolores. Einfach damit der sofort weiß, Kollege, einmal und nie wieder. Einmal und nie wieder. Ich wird geladen. Gute Neuigkeiten. Ist mir ein Vergnügen. Sicherlich. 84, so. Wir verkaufen nur vom Besten. Ich auch. Das ist ein echtes Schnäppchen. Und dann haut ihr mir noch 9 von euren Hämmern her. Scheiß drauf, macht 10. Das war viel zu günstig. Ich weiß eure... Das nächste Mal, Fjordret, wird's noch günstiger. So. Zurück. Zum Schlangenpass. Zurück zur Akaviri-Festung. Ich muss euch was gestehen, Freunde. Ich bin momentan sehr, sehr stark am Vorarbeiten, mal wieder. Liegt primär daran, dass ich ja
vor einer guten Woche zwei Weisheitszähne gezogen bekommen habe. Also das... Ich nehme die Folge gerade auf am 8. Die kommt, glaube ich, am 24. raus. Und am 13. habe ich den Termin. Das heißt, es ist fast zwei Wochen her. Und deswegen, ich arbeite mal wieder sehr viel vor. Und da ich jetzt nicht darauf warten konnte, dass ihr mir Tipps gibt bezüglich der Truhe, gestehe ich, dass ich mir helfen habe lassen. Bitte schimpft nicht. Oder nicht zu sehr. Ein bisschen dürft ihr, aber nicht zu sehr. Ich habe geguckt, wo diese Truhe sich befindet. Wir waren prinzipiell auf dem richtigen Weg. Aber wir hätten sie nicht gefunden. Ziemlich safe. Ziemlich safe hätten wir sie nicht gefunden. Deswegen schäme ich mich auch nur bedingt. Es wäre wirklich praktisch, wenn wir mal wieder ein paar Dietriche finden. Wäre gut. Ja, ich brauche jetzt gar nicht mehr dazu erzählen, weil wir werden gleich die letzte Truhe finden und dann kriegen wir den sogenannten Ring der Allmacht. Wie gesagt, eine eher passive Quest, die man halt so nebenbei machen kann. Es gibt ja so ein paar Objekte, die... Also wir hatten ja schon über Quest geredet, aber es gibt auch Objekte wie, glaube ich... Ich glaube, es ist ein Helm. Irgendwo im Wasser am Meer von Anvil. Ja, es gibt einfach so ein paar spezielle Gegenstände. Die kriegt man nicht durch Quests, sondern halt einfach so, wenn man gut sucht. Hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge so ein bisschen kritisiert an Dragon's Dogma, dass man da ja eher weniger belohnt wird für seinen Erkundungsreich, also für seine, nicht Erkundungsreichtum, sondern halt für die Erkundungen. Ja. So, das ist schon hier oben, aber nicht dahinter, sondern irgendwo da. Ich glaube, da vorne ist sie. Ich muss sie halt gnadenlos übersehen haben. Hier? Nee. Finde ich es jetzt trotz Video nicht. Hier. Ja, hier. Da. That's it. Ring der Allmacht, festigen Geschicklichkeit, Konstitution, Schnelligkeit, Stärke und Willenskraft. Das ist wirklich mächtig. Okay, den packen wir weg. Den und dann den. Das Romario-Juwel haben wir erhalten für die Fischjagd. Ist nett. Braucht man nicht zwingend. Na, wobei, es gibt ein paar... Ich glaube, es gibt eine Quest, wo man... Ich kann mich an eine Höhle erinnern. An eine, wo sehr viele Bereiche unter Wasser liegen. By the way, als Argonia kann man übrigens unter Wasser atmen. Falls ihr euch diesem Problem einfach nicht stellen wollt, macht Argonia. Die sind A, resistent gegen Gifte. Und B, sind sie, können sie unter Wasser atmen. Also, nice Gadget. Ich find's nett. Es gibt auch Zauber, mit denen man unter Wasser atmen kann. Es ist bloß für mich nicht so krass relevant. Aber damit haben wir die Schnitzeljagd erledigt. Wir haben den Ring der Allmacht gefunden. Den Ring des Allmanns haben wir gefunden. So, und der verstärkt uns jetzt rapide, Freunde. Schaut euch das mal an. Das ist wirklich ein allmächtiger Ring. Bin ich gespannt. Gut, der Schadenreflektieren Ring ist nochmal wertvoller und stärker. Schadenreflektieren ist generell einfach eine krasse, also ein krasser Zauber. Wenn du da einen Zauber hast und den in der Arena anwendest, wo es ja eh ins 1 gegen 1 geht und du immer Schaden reflektierst, das ist eine Gewalt. Ist eine Gewalt, Freunde. Kann man so machen. So. Jetzt. Da wären wir wieder. Da wären wir wieder. Wo müssen wir lang? Jetzt zeigt er mir die Schuppen der Schlange an.
Aber da gehen wir nicht lang. Wir gehen den Weg, den wir bisher auch immer gegangen sind. Was der Bauer nicht kennt, mag er nicht. So. Hier haben wir jetzt zweimal Schlangenfangzähne. Ich glaube, da ist relativ Wumpe, wo wir rauskommen. Genau, und hier haben wir jetzt hier das Schlankgift. Das wirkt für mich sehr nach... Es klingt auch, finde ich, wie Endlevel. Deswegen gehe ich jetzt erstmal zu den Schuppen der Schlange, weil da haben wir nämlich drei Tore tatsächlich. Deswegen, ich glaube, dass das so ein Zwischending ist. Oh ja, scheiße. Ist er gleich weg, unser Scampi? Hoch mit dem Schild, hoch mit dem Schild. Ich finde das Spiel, by the way, immer noch, obwohl wir nur auf 60% Stärke spielen, finde ich es immer noch sehr anspruchsvoll. Aber so, dass es angenehm ist, so, dass es schön challenging ist. Okay, hier führt... Der Weg führt vom Schlangengift runter. Ja, da springe ich jetzt mal nicht runter. Da springe ich lieber hier mal runter. Schwupp. Boah, meine Nase juckt. Wie unangenehm. Wie scheiß unangenehm das ist. Hm. Hm. Nix. Hm. Genau. Oh, eine Truhe. Ein Dietrich. Ein Dietrich, Freunde. Sehr schön. Okay. Schuppen der Schlange. Gang 2. Okay. Das wird auf jeden Fall komplizierter. Ich gehe mal ganz kurz. Ich will einmal einen Zombie holen. Mach mal auch den hier. Oh, wir haben ja den Untote Vertreiben-Zauber. Ich weiß leider nicht, was der Helm genau bringt. Also was der genau für Stats hat. Auf so einem engen Raum gegen zwei von den Biestern, das ist nicht easy. Okay, jetzt ist der Helm wieder weg. Scheiße. Brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Er steckt auf jeden Fall gut weg. Und er hat eine längere... Pass mal auf. Ich ändere das ganz kurz. Ich habe so das Gefühl, dass der Zombie gegen die gar nicht so schlecht ist. Gut, dass wir so ein großes Repertoire an Zaubern haben, Freunde. Aber wir haben immer noch keinen Namen. Der erste ist gleich tot. Oh, shit. Wo denn? Wo denn? Ah, da hinten. Okay, Nummer 1 ist weg. Ich lieb's, wie es die weghaut.
Es sieht so geil aus. Ich habe übrigens letztens einen Kommentar gelesen, wo einer gemeint hat, dass einer von euch Ich glaube, es war Goldking, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Irgendjemand hat gemeint, er findet Morrowind besser als Oblivion. Da kann ich mir tatsächlich kein Urteil erlauben, weil ich Morrowind nie gespielt habe. Ich weiß, dass ich es mal anfangen wollte, es aber nie wirklich getan habe. Das war dumm, oder? Schön. Der Zombie ist mega geil. Er sieht zwar richtig hässlich aus, scheint er an. Schau ihn dir an. Ich freue mich schon auf eure Namensideen, Freunde. Aber wie gesagt, ich muss da geduldig bleiben. Schließlich bin ich ja noch ein bisschen voraus. Zum Glück, zum Glück. Zum Glück habe ich die OP-Phase schon überstanden. Und weiß auf jeden Fall, dass alle Folgen rauskommen werden, die ich raushauen möchte. So, hier in diesen Gängen hier unten ist nichts. Ich versuche ja immer recht früh schon alles abzuschließen, also den Monat auch durchzuhauen. Und dann sehe ich immer, wenn ich den Monat fertig habe, was kann ich denn noch zusätzlich machen? Besteht die Möglichkeit, vielleicht noch ein paar Zusatzaufnahmen zu machen? Shield Wall, Valhalla Harbinger. Ich habe auch für Weihnachten schon wieder eigentlich eine geile Idee. Ich habe ja noch nicht mal das 500-Abonnenten-Video gemacht. Das ist so traurig. Ich habe eine Idee und das Konzept steht, aber ich habe es einfach noch nicht finalisiert, Freunde. Das ist so ein bisschen bitter. Und ich habe eigentlich eine geile Idee für Weihnachten auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es hinbekomme. Wahrscheinlich muss man über Schlangengift gehen. Wahrscheinlich muss man übers Schlangengift gehen, oder? Oh, nee, da führt noch ein anderer Gang entlang. Okay. Ah ja. Ich dachte erst, dass man nur über Schlangengift gehen kann. Und den Hebel ziehen muss. Aber wurscht. Okay, dann kämpfen wir uns hier noch durch. Und der Weg führt ziemlich sicher an den Anfang wieder zurück. Das ist so eine Art Shortcut zurück. Damit man sich nicht nochmal komplett durchhauen muss. Das ist jetzt ungünstig, mein Freund, wa? Das ist jetzt ungünstig, wenn du dahinter stehst. Naja. Wie sagt der Schwäbel immer, so ist's Lebe. Knochen. Knochen und Schädel. Du willst unbedingt. Naja, dann. Ich kann auch einstecken. Wie wobbly der einfach ist. Hello. Er ist so wobbly, es ist so lustig. Unten. Ja, da kommt der zweite zu Hilfe. Der hat seinen Brut gehört und entschieden, ich bin dabei, mein Lieber. Ich helfe dir. Mhm. Und jetzt mit vereinter Kraft, Freunde. Ist ein bisschen verspätet, glaube ich. Zumindest für den einen. Nimm den anderen, ja. Erst ihn. Oh. Gefährlich. Schön. So, Nummer 1 ist weg. Magst du Schmerzen? Hörst du auf?
Gold wert, wenn der sich auf den Zombie fixiert. Weil er blockt ja auch mit dem Schild in seine Richtung. Stark, mein Lieber. Stark. Stark, stark, stark. Ich nehme meine Beute. Und Freunde, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder zu The Elder Scrolls IV Oblivion. Ich freue mich sehr drauf. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.